Das Leck in Fukushima ist geschlossen. Tagelang strömte hochradioaktiv verseuchtes Wasser aus einem 20 cm langen Riss in der Betonwand von Reaktor Block 2. Versuche, das Leck mit Beton oder einer Mischung aus Kunstharz, Zeitungen und Sägespänen zu schließen, schlugen fehl. Nun scheint es den Arbeitern gelungen zu sein, mit Hilfe von mehreren tausend Liter Flüssigglas das ausströmende Wasser zu stoppen. Es ist nur ein Teilerfolg. Seit Anfang der Woche wird in Fukushima radioaktiv verseuchtes Wasser in den Pazifik eingeleitet. Insgesamt 11.500 Tonnen Wasser mit einer Strahlung, die 500-fach über dem Grenzwert liegt. Die Betreiberfirma TEPCO versucht zu beruhigen. Wir müssen Schlimmeres verhindern. Und weil dieses Wasser nicht gesundheitsschädlich ist, haben wir uns entschlossen, es ins Meer zu leiten. Was einst die Rettung bringen sollte, wird nun zum Problem. Die Kühlung der Brennstäbe von außen. Etwa 60.000 Tonnen verseuchtes Löschwasser haben sich in den Reaktorblöcken und Gebäuden gestaut. Dieses Wasser muss irgendwohin abfließen, damit die eigentlichen Kühlsysteme wieder angeschaltet werden können. Doch die Auffangbecken sind voll mit leicht verstrahltem Wasser. Um Platz zu schaffen, wird dieses nun über mehrere Tage hinweg in den Pazifik geleitet. TEPCO greift zu Notlösungen, für die es im Moment aber scheinbar keine Alternativen gibt.